Donau 3 FM. Matzes Plattenküche mit Matze Iring. Wir sind beim Claudio Parinello, dem Nobel-Italiener, kann man sagen, nicht nur in Kempten, sondern im ganzen Allgäu. Und vor mir sitzt Nino De Angelo. Erstmal hallo und Servus im neuen Jahr. Hey, lieber Matze. Dein Bart ist ab. Oh, scheiße, ja. Das ist mir, siehst du, jetzt fällt es mir gar nicht mehr auf. Aber ich habe versucht, mir um Geld zu sparen, ja, weil ich wohne ja in Wertach. Wertach ist zwischen Kempten und Füssen. Und um zu einem gescheiten Friseur zu kommen, musst du 20 Kilometer fahren. Da habe ich gedacht, ich probiere es mal alleine. Und das ist leider schief gegangen. Also muss ich alles abmachen. Und jetzt fange ich wieder neu an. Bart zu züchten, ja. Hast du zu Hause, wie der ein oder andere vielleicht von uns, auch so eine Haarschneidemaschine, wo man normalerweise Schafe schert? So groß ist sie nicht, nein. Ich hätte eine, dann wäre mir das nicht passiert, weil der Bart war schon ziemlich, war schon ziemlich lang. Und ich hatte so kleine Aufsätze nur und damit habe ich mich halt verschnitten. Ja. Das ist eigentlich nur für die Seiten und ich habe dann gemerkt, oh scheiße, jetzt ist er schief. Dann habe ich von der anderen Seite, jetzt ist er da wieder schief und dann war er da wieder schief und dann habe ich gedacht, weg damit. Ja, ich hätte lieber eine Ziegenhaarschneidemaschine gehabt. Wir sprechen natürlich noch über die Musik, keine Angst, aber wenn wir jetzt beim Thema hängen geblieben sind und der Kollege da hinten sowieso einen Cappuccini gerade hier durchs Wasser schießt, du bist letztes Jahr im Dezember 60 geworden und dafür schaust du noch frisch aus, lieber Nino. Also das sind wahrscheinlich die Gene, lieber Matze. Ich habe anscheinend gute Gene. Also ich habe ja schon einiges weggesteckt an Krankheiten und so weiter. Und ich bin halt einfach ein lebensfroher Mensch. Auch wenn viele Menschen das irgendwie... Letztes Mal habe ich einen Kommentar gelesen, der wird nicht alt. Ja, also ich bin schon 60. Und ich glaube 10 Jahre. Ich dachte ja vor 5 Jahren... hat man mir die Diagnose gegeben, dass ich noch ungefähr, wenn ich so weiterlebe, 5 Jahre zu leben hätte. Ich habe so weitergelebt, wie ich das so gewohnt bin und wie mir das auch Freude macht. Und siehe da, ich bin 60 geworden und jetzt mittlerweile glaube ich, dass ich auch 70 werden kann. Ja, das glaube ich auch. Dennoch nochmal ganz kurz einen Schwenk. Man liest ja sehr viel auch in den Zeitungen. Schaust du dir sowas an oder denkst du dir, ich kann ja eh nichts machen, was die schreiben? Also ich schaue mir das an. Manchmal tut es auch weh, genauso wie manche Kommentare im Netz und so. Aber letztendlich denke ich mir, ich bin so weit gekommen mit der Art, wie ich bin. Und ich bin, weiß Gott, ein richtig ehrlicher Mensch. Und ich glaube, Ehrlichkeit währt am längsten. Also das heißt, wenn du ehrlich bist zu dir selbst und zu anderen, ja, dann kannst du eigentlich sagen, du hast alles richtig gemacht, weil das ist die einzige Wahrheit. Um diesen bunten Themenkomplex gleich zum Anfang der Sendung abzuschließen, du hast von deinen Krankheiten, von den vielen Krankheiten gesprochen. Die Ärzte, du wirst ja wahrscheinlich auch mal ab und zu zum Arzt noch gehen, die dann mitbekommen, wie du dein Leben führst, schlagen die dann die Hände über den Kopf zusammen oder sind die mit ihrem Latein am Ende? Also erst schlagen sie die Hände über dem Kopf zusammen und dann sind sie mit ihrem Latein am Ende. Genau so ist es. Nino, das Internet, Social Media für dich, Segen oder Fluch? Es ist schon heftig manchmal. Also es ist schon manchmal sogar diskriminierend, finde ich. Es ist diskriminierend, wie man da behandelt wird. Alki, Säufer und arme Seele und was weiß ich, was ich da immer höre. Und du wirst nicht alt. Wo ich schon eben gesagt habe, ich bin schon 60. Also wenn ich nicht alt werde, dann weiß ich nicht, ich bin schon alt. Also mir wird es auch reichen, wenn ich morgen die Augen zumache, dann sage ich, ich habe geil gelebt, Dankeschön, that's it. Und im letzten Jahr war auch die große Tour angesagt, es ging durch ganz Deutschland. Ich hatte vor kurzem die Ehre, mit einem Techniker, mit einem Tontechniker von dir zu sprechen, der gesagt hat, Wahnsinn, was auf dieser Tour los war. Die Leute waren am Anfang erst so ein bisschen geschockt, weil sie am Anfang gar nicht wussten so richtig, wo die Reise hingeht. Und nach dem zweiten, dritten Song hättest du sie vollkommen abgeholt und sind nach vorne gekommen und es war muss unglaublich. Erzähl selber bitte. Nun ja, gut, das ist natürlich das, was mich ausmacht. Ich wusste schon immer, dass ich das kann, nur die meisten, sagen wir mal, sprechen wir jetzt einfach mal von den Veranstaltern, die in so ein Projekt Geld investieren,
die waren immer ein bisschen zurückhaltend, weil sie gesagt haben, hält der das durch? Wird er auf der Bühne abliefern? Bricht er zusammen nach dem dritten Song und so weiter? Und aber ich habe diese Tour letztes Jahr wirklich so ernst genommen. Ich habe Monate vorher keinen Schluck Alkohol getrunken. Du warst ja im Training, ne? Ich war im Training, ich habe abgenommen 6 Kilo, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Und ich habe da echt 2 Stunden lang gerockt, wie blöd. Und ich war selber überrascht von mir, es hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich muss ja auch sagen, ich habe ja meinen persönlichen Bodyguard gehabt. Und er fragte ja, vor wem muss ich dich schützen? Peter Althoff. Ich sage, du musst mich nur vor mir selber schützen. Das war das Geilste. Ich sage, du musst einfach nur dabei sein. Weil du bist ein alter Freund von mir, du bist ein Kampfsportler, der ich ja auch in jungen Jahren war. Und ich habe vor dir Respekt und auf dich höre ich. Ja, wenn du sagst, vor dem Konzert gibt's kein Bier, danach gibt's eins, dann werde ich das auch so machen. Und das war so geil, es hat wirklich geil funktioniert. Natürlich habe ich mir nach der Tour richtig Kante gegeben, aber während der Tour... Aber das hat auch so einen Spaß gemacht, Matze. Ich sag dir, es war echt traurig teilweise auch, weil ich gedacht habe, warum hast du das nicht irgendwie 30, 40 Jahre früher gemacht? Ja, aber es hätte so sein müssen wahrscheinlich. Vielleicht hat es so sein müssen, um zu reifen, ja, um auch der zu werden, der ich jetzt bin. Und nur so kann ich die Leute, so wie ich heute bin, so kann ich Leute überzeugen und ins Konzert ziehen oder den Anreiz geben, von mir eine Karte zu kaufen. Denn es ist wirklich ein Erlebnis. Man lernt mich wirklich kennen, wie ich bin, und die Leute haben es echt abgefeiert. Ja, es ist ja bombastisch auch, was der Sound angeht, mit dem Licht dazu. Und es ist ja, das kann man ja eigentlich mit Nino De Angelo von ganz früher gar nicht mehr vergleichen. Okay. Nein, überhaupt nicht. Man kann es gar nicht vergleichen. Aber man hat mir auch nie diese Aufgabe gegeben. Ja. Man hat mir nie diese Aufgabe gestellt. Man hat immer gesagt, du gehst jetzt dahin und du weißt ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. In Deutschland ist nur Vollplayback angesagt. Es gibt kaum eine Sendung, wo du mal live singen darfst, ja. Deswegen liebe ich die, jetzt muss ich mal Werbung machen für meinen Freund Giovanni Zarella, da darfst du ab und zu mal live singen und das ist gut. Das ist richtig gut. Das tut einer Künstlerseele richtig gut. 2 Urgesteine, schreibt die Plattenfirma, haben sich getroffen. Dein Freund, kann man schon sagen, Joachim Witt, und du habt jetzt eine Single veröffentlicht? Ja, die Single ist geil, ich werde dich nie vergessen. Wir haben, glaube ich, nach 14 Tagen knapp 1 Million Klicks auf YouTube oder Views. Also das ist schon gigantisch, ja. Wenn ich so die Videos der Kollegen angucke, da haben wir maximal 200.000 nach 2 Wochen. Das ist schon... ist schon ein richtiges Brett. Ich habe gestern auch mit Joachim telefoniert. Ich werde irgendwann im Februar, nicht irgendwann, sondern zwischen 15 und 18 in Hamburg sein. Und ich glaube, am 16. macht er sein Konzert in der großen Freiheit. Und da jumpe ich mit auf die Bühne und wir singen zusammen diesen wunderbaren Song, ja. Und er bringt ja ein Album auch heraus, ne? Er bringt ein Album raus, eine Fels in der Brandung Special Edition, wo dieser Song auch drauf ist. Und dieser Song ist übrigens auch auf meiner Special Edition drauf. Das habe ich mir nicht nehmen lassen, dass wir diesen Song auch auf meine Special Edition drauf machen, wo zwei neue Songs auch drauf sind. 1000 Mal geschworen und alles kann, nichts muss. Nino De Angelo ist heute mein Gast in der Plattenküche. Letztes Jahr bist du 60 Jahre alt geworden. Wie fühlen sich die 60 im neuen Jahr für dich an? 60 ist für mich nicht anders wie 50. Also warte mal, 60 ist für mich sogar nicht anders wie 40. Also da geht's dann, also ich weiß nicht, also ich stehe manchmal auf und denke, scheiße, ey, du könntest ja mal ein bisschen was tun. Ich glaube, du könntest noch mal manchmal... stelle ich mir vor, dass ich eher ins Fitnessstudio gehen sollte und so. Und dann sehe ich andere 60-Jährige, die sich da wirklich, die pumpen den ganzen Tag und machen und sehen geil aus. Denke ich mir, ja, würde ich auch. Aber wenn es irgendeinen Anlass gibt, werde ich das auch tun. 3 Monate Training, dann sehe ich aus wie ein Adonis. Also auch mit 60. Und warum nicht? Wir sind in Kempten bei Claudio, beim Luxus-Italiener. Ja, du bist ja öfters, ne? Es ist mein Stammlokal. Ich bin so gefühlt alle 72 Stunden hier, ja. Ist da auch schon ein Song entstanden hier? Hast du mal eine Idee gehabt beim Glas Rotwein vielleicht oder beim Cappuccino? Oder? Also pass auf, Matze, bei mir ist das, mein ganzes Leben dreht sich um Musik, ja. Also es ist immer so, dass...
wenn ich mich wohlfühle irgendwo, dass da irgendeine Idee entsteht, die bleibt einfach hängen. Ja, also das ist so. Es ist hier so wie mein Zuhause. Claudio ist ja einer meiner besten Freunde. Und ich bin echt dankbar, dass ich ihn kennenlernen durfte, als ich hier ins Allgäu kam. Denn eigentlich ist, du weißt, ich komme aus der Großstadt und das Allgäu ist eigentlich genau das Falsche für mich. Aber mit meiner Frau Simone lässt sich das sehr, sehr gut aushalten hier. Ihr wohnt ja nicht in Kempten, ihr wohnt in Wertach. Da habt ihr auch ein tolles Pferdegestüt. Und da gibt es sogar neben dem Kronenwirt ein Fanshop von Nino De Angelo. Neben dem Hirsch. Ja, neben dem Gasthaus Hirsch, das leider mittlerweile zu ist, gibt es einen Fanshop genau gegenüber der Stadtsparkasse. Wir machen heute wirklich Werbung für alle hier. Wir packen alles rein. Ja, müssen wir doch. Und da gibt es einen Fanshop, der hat aber, das ist wiederum typisch Nino De Angelo, nie geöffnet. Es ist ein reiner, ja, da kannst du reingucken. Es ist quasi mein Store, wie soll ich sagen, da hänge ich meine Stücke, meine Klamotten rein, ja, die ich so vermarkte auf Tour. Und die sind nicht schlecht. Und die sind richtig geil. Also wir haben tolle Resonanz gehabt auf Tour. Also wie viele Leute da in meinen T-Shirts und Hoodies standen, das war wirklich toll. Oder Cappies oder was auch immer. Und das heißt, die Leute lieben die Marke Nino De Angelo und das freut mich sehr. Das freut mich wirklich sehr. Und es gibt halt diesen Fanshop, die Leute, ich sehe manchmal, wenn ich da dran vorbeifahre, sehe ich Leute, die gucken da rein, dann hupe ich kurz. Und dann erstarren sie wahrscheinlich. Das ist er doch. Das war er, ja genau. Ja, und dann ist, glaube ich, Brixen auch noch eine Stadt, wo ihr euch öfters mal, oder du dich vor allem zurückziehst, ne? Ja, das ist richtig. Ich bin ja italienischer Abstammung, das weißt du. Beide Eltern Italiener, ich bin also Vollblut-Italiener. Es war mein Wunsch, irgendwann meinen ersten Wohnsitz nach Italien zu verlegen. Und ich habe den Anfang gemacht dieses Jahr. Denn ich möchte ja irgendwann, wir können ja nicht ewig diesen Reiterhof behalten, irgendwann werden wir das Ding verkaufen und dann ziehen wir nach Italien, Simone und ich. Wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind und wir die Rente sicher haben, dann sind wir weg. Du hast vorher das Video angesprochen, das Video von euch beiden, vom Joachim und von dir, von deiner neuen Single, dass das so bombastisch produziert worden ist. Es ist leider so, dass die Videos gar kein Thema mehr sind, weil es gibt ja gar kein Fernsehen mehr, kein Musikfernsehen in dem Sinne mehr. Auch was die Musik selber angeht, was die CDs angeht, die Alben angeht. Im Müllermarkt hier in Kempten oder wahrscheinlich ist es in Ulm auch so, gibt es keine CD-Abteilung mehr. Das sind alles so Trends, finde ich. Ist die Musik in der heutigen Zeit aus deiner Sicht nichts mehr wert von vielen? Die Musik, denke ich, ist noch viel wert. Die Vermarktung der Musik ist das, was wirklich untergeht. Man verkauft immer weniger CDs. Also wenn ich jetzt so, ich bin ja jemand, der guckt da jeden Tag so auf Amazon oder so, da werden ja noch physische CDs verkauft. Und wenn ich dann schaue, im letzten Monat mehr als 50 Mal verkauft, da frage ich mich echt, wo soll das hinführen? Und ich gehöre noch zu den erfolgreichsten Künstlern in Deutschland. Ja, die ganz Erfolgreichen haben dann 200 plus oder 800 plus im letzten Monat verkauft. Die sind aber gerade erst rausgekommen. Ich habe auch schon mal 3000 plus verkauft von Gesegnet und Verflucht oder so. Oder am Anfang von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber schau dir das nochmal an. Im letzten Monat, wenn du da draufklickst auf das Cover dann, ja, wenn du in diese Amazon-Charts Schlager meinetwegen gehst, du drückst aufs Cover und da steht dann unten, wenn du ein bisschen runterscrollst, 50 Mal plus verkauft im letzten Monat. Weißt du, was das bedeutet? 50 Mal plus. Also sagen wir mal, du bist einer der Großverdiener im Plattengeschäft und hast 2 Euro pro CD. Dann hast du 100 Euro verdient. Herzlichen Glückwunsch. Also es ist brutal. Und es muss unbedingt was getan werden. Ich habe mir schon überlegt, ob wir genauso wie die GDL oder was weiß ich, irgendeine Gewerkschaft gründen. Und dass wir wirklich diesem digitalen Markt irgendwann mal die Stirn bieten. Aber ich weiß nicht, wer da bereit ist mitzumachen. Weil wir müssen einfach mehr verdienen im digitalen Bereich. Jetzt wird immer weiter auf Streaming gehen. Streaming ist die Zukunft. CD-Verkauf, wenn du dir heute ein neues Auto kaufst,
Da ist kein CD-Player drin. Du findest vielleicht einen USB-Anschluss und so weiter. Also wir müssen uns echt was einfallen lassen, denn die Künstler werden vor die Hunde gehen, wenn das so weitergeht. Im Vorgespräch habe ich dem Nino ein bisschen was rauskitzeln können, denn er ist ja wieder im Studio logischerweise. Und du hast Blut geleckt mit einem Genre, das du eigentlich noch gar nicht so die letzten Jahrzehnte, muss man sagen, bedient hast, ne? Ja, das ist richtig. Und ich habe mir auch überlegt, warum ich so sein möchte. Und zwar, die Antwort ist deshalb, weil ich im Grunde ein ganz, ganz bodenständiger Mensch bin. Ich bin ein Landmensch. Wenn du das auf Englisch übersetzt, ist es the country, countryman, ja. Und ich liebe alles, was mit Country zu tun hat. Jetzt dieser klassische Country ist manchmal sehr, sehr schwer, viel Whisky und so. Aber wenn ich da Stapleton anhöre, Tennessee Whiskey und so, das sind natürlich Songs. Da brauchst du A, Eier und eine geile, geile Stimme. Und beides habe ich. Und meine Sauna gesehen. Ja. Das ist geil. Mach nicht auf Pocher jetzt. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass es im Country-Bereich, es gibt Country-Rock, wir haben Bruce Springsteen, wir haben wir haben so Sachen wie ganz moderner Country, wie Train. Wir haben so Sachen, Lady Antebellum. Wie geil, wenn du dir da Live-Konzerte anguckst, dann weißt du ganz genau. Also ich habe mir jetzt so viel Country. Pass auf, ich mach's dir noch einfacher. Bei der Geschichte mit Gesegnet und Verflucht habe ich mir wirklich Staffeln von mittelalterlichen Filmen angeguckt. Und so kam ich auf diese ganzen Texte und so weiter. Mittlerweile gucke ich natürlich Yellowstone, lauter solche. Ja, und dadurch komme ich wieder auf einen ganz anderen. Also ich glaube, ich werde mich nochmal neu erfinden mit einer Mischung aus, keine Ahnung, Train, Springsteen, Lady Antebellum oder keine Ahnung, was auch immer. Und werde meine deutschen Texte daraufhin und meine Musik daraufhin arbeiten, dass ich einen ganz neuen Sound kriege. Weil ich glaube, das ist ganz erdige und ganz ehrliche Musik und die passt zu mir. Ja, so schnell gehen leider 2 Stunden Plattenküche mit Nino D'Angelo zu Ende. Februar, du hast es angesprochen, du bist in Hamburg. Es kommt deine neue Edition heraus, deine neue CD mit zwei neuen Songs. Genau, Eternum Edition. Edition, aber nur digital, ja, weil, wie ich schon vorher gesagt habe, physisch bringt nichts, kostet nur Geld. Also ihr könnt euch, und ihr müsst auch nicht das ganze Album dann nochmal kaufen, ihr könnt euch einfach diese 2 Songs zusätzlich runterladen. Ich denke auch an meine Fans, ja, man muss nicht mehr Geld ausgeben als nötig. Absolut. Und dann habe ich gesehen, ein Konzert steht irgendwie auf der Homepage von dir, aber da kommen wahrscheinlich noch ein paar dazu dieses Jahr, oder? Oh, wir haben eine Konzerttour, eine Open-Air-Tour und wir haben, glaube ich, 7 oder 8 Konzerte mittlerweile zusammen. 5 sind schon im Internet im Vorverkauf und die anderen zornen wir gerade fest. Also ich denke, es werden 10 oder 12 Konzerte werden und darauf freue ich mich sehr. Ansonsten sieht man mich vielleicht bei der einen oder anderen Großveranstaltung mit anderen Künstlern zusammen und ja, und dann lasst euch überraschen. Also ich bin immer für Überraschungen gut. Also ich werde auf jeden Fall, es gibt so einige, 1 oder 2 Künstler, mit denen ich gerne was zusammen machen würde. Da muss ich aber jetzt mal gucken, dass wir das alles unter einen Hut bekommen. Also Taylor Swift natürlich. Oh, ja, Taylor wäre natürlich geil, aber das werde ich nicht schaffen. Aber es gibt auch im Umkreis, in Österreich gibt es ziemlich geile Sängerinnen, in Deutschland auch. Und in der Schweiz wahrscheinlich auch. Also ich bleib in Reichweite. Wenn du auf der Bühne bist, Nino, und du hast dann das Gefühl, da sind 10.000 Menschen an deinem Konzert und so weiter und das Konzert geht dann 1,5, 2 Stunden, denkst du dann manchmal auch an Steuererklärung oder ihr müsst morgen die Wäsche waschen oder ihr muss am Auto einen Ölwechsel machen? Kann man so Gedanken überhaupt auch zulassen oder ist man so in seinem Film auf der Bühne? No. Nein, ich denke dann immer, no, it's not my fucking job. Also dafür hast du dann deine Frau. Ja, die kümmert sich um die Finanzen. Ich bin der künstlerische Part. Ich schaue, dass ich die geilen Songs schreibe, auf die Bühne gehe, sie performe. Und meine Frau Simone, die kümmert sich dann um den Rest, um die ganze Verwaltung, um den ganzen Steuerkram. Und das macht sie hervorragend. Ich könnte das nicht.
Du bist jemand, der einen unglaublich coolen und geilen Humor hat. Du sprichst es aber auch auf Social Media eiskalt an. Also du fütterst dann das Internet, das World Wide Web. Und auf der anderen Seite, wenn jemand eine dicke Backen macht, dann gibst du dicke Backen zurück. Das finde ich cool. Ja, was willst du denn sonst machen? Manchmal sind die Kommentare echt so scheiße, als da komme ich mir echt vor, als wäre ich der einzige Mensch auf der Welt, der sich ab und zu mal einen reingießt. Aber ich muss echt sagen, ich weiß nicht, diesen Leuten muss man manchmal Kontra geben, denn sie haben anscheinend nichts anderes zu tun, als 24 Stunden am Tag irgendwelche Beiträge zu dissen oder Menschen zu dissen. Und finde ich irgendwie sehr, sehr schade, denn alles, was ich tue, oder so Kommentare, ach, da braucht mal wieder jemand Aufmerksamkeit. Ich meine, wie dumm muss man sein, ja, so einen Satz loszulassen bei jemandem, der im Showbusiness tätig ist. Da braucht jemand Aufmerksamkeit. Das ist alles, was wir brauchen im Showbusiness. Ja, Aufmerksamkeit. Und ja, aber gut, eigentlich darf man da gar nicht drauf antworten. Aber manchmal muss man ihn einfach mal übers Maul fahren und damit sie vielleicht selbst reflektieren und auch selbst mal überlegen, was für eine Scheiße sie da verzapfen. Donau 3FM, Matzes Plattenküche mit Matze Iring. Immer Dienstag ab 20 Uhr und Samstag ab 18 Uhr. Präsentiert von Tenshirt Immobilien. Wir sind mit über 30 Jahren Markterfahrung für euch vor Ort. www.tenshirt.de